Gott hat Stephanus geholfen, große Wunder zu tun. Das gefällt den Männern gar nicht. Sie streiten mit ihm über die Wahrheit, die er lehrt. Doch Stephanus hat von Gott viel Weisheit bekommen. Deshalb kann er den Männern beweisen, dass sie etwas Falsches lehren. Jetzt ärgern sie sich noch mehr. Sie nehmen ihn fest und rufen Leute herbei, die Lügen über ihn erzählen sollen. Der Hohepriester fragt Stephanus: Stimmt das, was die Leute sagen? Als Antwort hält Stephanus eine gute Rede, bei der er viele aus der Bibel erzählt. Am Ende seiner Rede erklärt er, dass Jehova Propheten schon immer von schlechten Menschen gehasst wurden. Dann sagt er: Ihr seid genauso wie diese schlechten Menschen. Ihr habt Jesus umgebracht, obwohl er Gottes Diener war. Und ihr haltet nicht die Gebote Gottes. Die religiösen Führer sind darüber sehr wütend. Vor lauter Wut knirschen sie mit den Zähnen. Aber Stephanus schaut nach oben und sagt: Ich sehe Jesus im Himmel an der rechten Seite Gottes stehen. Da halten sich diese Männer die Ohren zu und stürzen sich auf Stephanus. Sie packen ihn und schleppen ihn aus der Stadt hinaus. Dort ziehen sie ihre Mäntel aus und geben sie Saulus, damit er darauf aufpasst. Saulus ist der junge Mann ganz hinten. Einige Männer bewerfen Stephanus nun mit Steinen. Stephanus betet zu Jehova: Jehova, bitte bestrafe sie nicht für diese schlechte Tat. Er weiß nämlich, dass einige von ihnen von den religiösen Führern getäuscht worden sind. Dann stirbt Stephanus. Was tust du, wenn andere gemein zu dir sind? Schlägst du zurück oder bittest du Gott, es ihnen heimzuzahlen? Stephanus und Jesus haben das nicht getan. Sie waren sogar zu denen gut, von denen sie gemein behandelt wurden. Wir wollen versuchen, uns ein Beispiel daran zu nehmen.